willkommen zum Bondra Briefing. Fantastisch. Bondra Briefing. Bondra Briefing. Niklas und Matteo. Dings nicht, er kann nicht connecten zum... Ach, Matteo war nicht an. Doch, doch, ich war an, aber... er kann nicht connecten zum Mischpult, deswegen habe ich geguckt. Ich war die ganze Zeit an. Nee, du warst nicht an. Hä, ich war die ganze Zeit an. Niklas, wir waren beide nicht an, wenn wir nicht an waren. Ich war an. Ja, aber das lag nicht an mir, sondern das Mischpult waren die Lichter nicht. Also jetzt auch noch Ausreden. Nein, keine Ausreden! Kannst ja gleich schummeln. Ich schummel nicht. So, ich war die ganze Zeit an. Matteo war an, schreibt Rente. Matteo war an. So. Ganz ruhig mal erstmal, ne? Zu einer neuen Woche im Sommerstudio. Wir sind offiziell in der Sommerwoche angekommen. Mir ist viel zu heiß, aber ich habe kurze Hose an, deswegen ist mir alles egal. So, Niklas, wie geht's dir? Sehr gut. Ich habe gerade ein bisschen WoW gespielt. Das war recht schön. Bist du wieder ein bisschen WoW-Hype? Ja, ein bisschen. Bisschen. Ja? Bisschen. Gut. Um ehrlich zu sein, weiß ich aber nicht, was ich anderes spielen soll gerade. Ja. Ich habe ja gestern, können wir auch gleich nochmal drüber reden, ich habe gestern dieses Judgment angespielt. Alter, guck mal, wie fettig ist denn quasi, ist denn unser Tablet hier? Ja. Hast du schon mal abgewischt? Liegt auch, nee. Ich habe gestern gesaugt. Das habe ich gelesen, da war ich sehr erfreut drüber. Gestern nach morgen, dem Stream noch, wie bist du denn auf diese völlig verrückte Idee gekommen? Nach einem 10-Stunden-Stream, ja. Und wieso hast du schon wieder 10 Stunden gestreamt? Also erstmal habe ich 10 Stunden gestreamt, weil ich Lust hatte. Und was hast du denn gestreamt? Bis 1 Uhr, glaube ich, Dark Souls 2. Oder bis wie viel haben wir Dark Souls gespielt? Da habe ich den Smelter-Demon weggeklatscht. Ich muss sagen, ich finde wieder Freude an Dark Souls. Bist du jetzt durch? Nein, noch lange nicht. Lange nicht. Also wie lange geht denn Dark Souls 2? Ja, es ist unfassbar. Ich halte das langsam nicht mal aus. Aber wir machen echt gut Progress. Ich mache jede Session mindestens einen großen Boss und ein paar kleine. Okay, das hat nichts geändert, Matteo. Heute. Guck mal, es hat nichts geändert. Ich hab da voll gewischt. Ja, aber musst du feucht wischen. Muss noch anspucken. Nee, das ist ekelhaft. Nee, und dann dachte ich mir nach dem Stream, dann so um 4 Uhr, dachte ich so, hey, sauge ich dann mal das Studio. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Weil ich mag, dann habe ich voll gesungen, voll laut und rumgeschrien wie ein Vollidiot. Das macht voll. Machst du das auch eigentlich? Nicht? Schreist du ab und zu manchmal so einfach random oder singst du voll laut unter der Dusche oder so? Ich rede die ganze Zeit mit mir. Ah, das mache ich nicht, aber wenn ich dusche, dann schreie ich so voll laut. Mittlerweile ist das, als wenn ich irgendwie, als wenn der Stream noch an ist. Ich rede quasi mit Chat. Echt? Krass. Das habe ich gar nicht. Das ist die traurige Wahrheit des Niklas Behrens. Ich rede halt null, außer wenn ich dusche oder staubsauge, dann singe ich immer voll laut. Und gestern... Als wenn Chat gar nicht weg würde, kommentiere ich immer alles so. Was ist das hier? Ich habe gerade eine Dose zerdrückt im Intro, weil ich so kräftig bin. Kräftig, weil ich so kräftig bin. Nee, ich schreie dann immer voll laut rum, lass dann alles raus, hab ich voll Bock drauf. Ja, gut, das war's von uns. Wie sah es bei Bonjour aus? Was haben wir denn gemacht? Wir gucken mal ins Weekly zuerst, wie immer. Ich habe das hier mal offen von Tassilo. Vielen Dank an Tassilo. Ja, vielen Dank an euch. Der immer die wunderbaren Weeklys zusammenschneidet. Und vielen Dank an alle Leute, die etwas Klippen und Clips einsenden. Ich habe auf meinem Bildschirm gespuckt. Oh, fuck. Mal weg. So. Guck mal. Was geht's? Auf der 10. Du bist mein Werkzeug. Genau, okay? Ich bin deine Handlanger. Sehr gut. Ich mache ein bisschen Platz erstmal. Meine Hose ist offen. Nee, das muss so. Das muss so. Das ist ein Feature. Und Band. So, genau. Die ist nicht offen, verdammt. Die hat Knöpfe und der oberste Knopf geht nicht mehr zu. Ja, ich bin fett geworden. Danke, Daniel. Nein, nicht. Alles gut. So, also. Lol. Das war erst letzte Woche. Ja, muss ich auch überlegen. Es war Montag. Ja, ach, stimmt. Wir haben Montag große Küchenöffnung gemacht. Oh Mann, ey. Dieses Gefühl, dass alles so schnell rast, geht nicht weg. Das wird nur schlimmer bei mir, muss ich sagen. Na gut. Auf der 9. Ohne Chat macht überhaupt keinen. Ohne Community macht das gar keinen Spaß hier. Community ist mir scheißegal. Ich will Chat. Ja, da habt ihr es. Die reine Wahrheit. Mir ist nur Chat wichtig. Ja, aber was ist der Unterschied? Gibt's keinen. Für mich gibt's da keinen Unterschied. Deswegen ist das der Joke. Aber Chat ist doch. Achso, das war ein Joke. Ja. So. War ein Joke. Also eigentlich Clickbait. Eigentlich Clickbait, aber eigentlich richtig, weil es im Clip auch gesagt wird.
Da müssen wir auch mal drüber reden. Es könnte sein, dass hier ein Clip drin ist, den habe ich mich die ganze Woche über gesehen. Der geklickbait wurde, wo einfach drin stand, Matteo, weiß ich nicht. Und das, wie hieß er denn? Scheiße, ich guck mal ganz kurz. Sekunde, ich investigiere kurz. Auf jeden Fall sieht die Pizza sehr lecker aus, muss ich mal sagen. Aber du hast die nicht gegessen, ne? Ich war nicht mehr da. Ja, also. Die hätte ich gerne aber mitgegessen. Die war ganz gut. Also ich war nicht 100% zufrieden, aber sie war ganz gut. So, mal, top 7 Tage. Da, hier, guck hier. Wir können mal kurz auf meinen Rechner gehen. Mal gucken, ob da drin ist. Matteo, du Ferkel, Lull. So, denkt man, irgendwas Versautes sage ich wieder oder so. Ja. Jetzt pass mal auf, was der Clip ist. Wir öffnen den hier. Hast du Ton an? Man kann ja nicht aus Mischpult irgendwie, ne? Ah. Icewall. Das ist der Clip? Das ist der Clip. Hä? Was machst du denn? Icewall. Ich lese den Nutzernamen von Icewall Ocampfor, ja? Und damit? Und das hat einfach selbst geklippt, weil er seinen Namen... Und kriegt damit 772 Klicks. Das ist typischer Clickbait. Hier übrigens kein Clickbait. 17.000 Aufrufe. Auf. Matteo, das ist jetzt... Du kannst dich in deinen alten... wie sagt man? In deinen... Aber, guck mal. In deinen alten Errungenschaften kannst du dich wann anders sonnen. Dieser Clip... Ja, das verstehe ich nicht. 1000 Aufrufe. Also wenn der drin ist, gibt es richtig Ärger mit mir. Dann gibt es richtig Ärger, Leute. Kein Clickbait. So, gucken wir mal, was ist auf der 8? Na gut. Diese Woche. Fall bis zum Losschaffen, ohne einmal irgendwo drauf zu sein. Vielleicht kommst du ja ins Gefängnis und in den drei Runden geht bitte Gino ins Gefängnis! Ja, und dann, was soll ich da machen? Kriege ich aber keine Kohle. Du, und in drei Runden sind wir alle bankrott. Und ja, habt ihr euch gegenseitig ich war aufgekauft und dann biete ich euch... Nein! Oh, nein! Oh shit! Bernie, welcome to my place! Gino ist der Ultra-Schlossallee! Zweimal! Zwei Leute! Und ich hab die Schlossallee nicht gekauft! Gib euren Hass! Gib euren Hass! Ey, ich hab die halt nicht gekauft, die Schlossallee! Ich hab ganz kurz überlegt, Schlossallee zu holen. Der hätte für 28... Hä, wo steht Burner denn? Also, warum war das jetzt so schlimm, dass er das würfelt? Oben, die obere Straße, die blauen Häuser sind die allerschlimmsten. Ja, hier ist die Schlossallee. Ich weiß, was die Schlossallee ist. Genau. Und aber er hat auch eine 2 gewürfelt. Ja, und ist dann von der auf zwei Felder weiter. Ach, auf die nächste. Ah, er ist das Boot. Genau, und er ist einfach zweimal. Und das ist mir auch zweimal passiert. Alter, ist in beide rein? Wir sind beide da zweimal drauf. Was eigentlich die Chance dafür ist, 0,0. Und Gino hat einfach jeweils von uns, der hat da 50.000 gemacht an uns. Und wir sind beide ruiniert geworden. Also das hat uns einfach zerstört. An Gino. Ja. An Gino Schlossallee und Parkstraße. Über AFK reden wir auch gleich nochmal. War richtig geil. Okay, auf der 6. 7. Auf der 7. Oh. Eieiei. Meine Hände, sie schwitzen. Genauso wie deine Mama beim Kacken. Ha! Wow, Yoshi. Wow. Der hätte von dir kommen können. Auf der 6. Spülmaschine ist jetzt übrigens offiziell voll. Soll ich die eigentlich anstellen, Matteo, oder nervt euch das gleich zu sehr? Es nervt, ne? Weil die ist halt wirklich jetzt proppevoll. Also ich hoffe, ihr habt alle Fotos von diesen Burgern gemacht, weil die sehen jetzt echt scheiße aus, nachdem ich sie durchgeschnitten habe. Hä, die sehen auch so geil aus. Sind doch noch besser ausgeschnitten. Man hört Matteo, sehr gut. Man hat dich gehört, Matteo. Doch, wir hören alles. Halt's Maul, Honor. Schreibt man. Okay. Und alle klatschen, wow. Hallo, Werte, Leute. Da applaudiert man noch nicht. Wie viele von euch sind hier Mods? Die gerade applaudiert haben. Alle. 2. Okay, ihr seid alle gefeuert. Okay, tschüss. So. Wir suchen Mods. Ja, wir suchen neue Mods. Wir suchen neue Mods, falls ihr Bock habt. Bewerbt euch. E-Mail geht an mod@mendel.de. Auf der 5. Was ist denn das hier? Ist das hier Spinat, Leute? Was, Stenner? Bondra spart Müllkosten. Danke, Matteo. Achso, ja, das habe ich live gesehen. Spinat, Leute. Also
Also ich finde faszinierend, vor allem, um es mal direkt zu kommentieren, dass du einfach Sachen rumstehen lässt und dein erster Instinkt ist, diese Sachen einfach in den Mund zu nehmen, um zu gucken, was das ist. Ich lasse ja nicht das rumstehen. Das ist so das Verhalten eines einjährigen Kindes. Nein, ich bin der Bonjour Waschbär. Erstmal wird alles probiert, um zu gucken, ob das noch gut ist oder schlecht oder was für eine Qualität das hat oder was es überhaupt ist. Ich wusste nicht mal, was das ist. Wir gucken mal weiter. Was ist Unkraut? Hast du eigentlich gesagt, das ist Unkraut? Ja, ich dachte, das wäre Unkraut. Also halt so. Weil schon, dass das der frische Dill ist, den ich gekauft habe, ne? Ich wusste nicht, was das für ein Gewürzpflanzending ist. Und du isst quasi, du isst gerade den Blattspinat einfach auf, der noch übrig war. Und der war lecker. Aber warum isst du den einfach weiter? Ja, weil das ist einfach nur Blattspinat. Ich habe das einfach gegessen, um zu gucken, was es ist. Nick, ja, aber wie viel musst du denn davon essen? Ja, oh, das sind bestimmt 10 Blätter im Mund. So lange, bis es identifiziert ist. Aber du weißt doch immer nicht, was es ist. Basilikum basisch. Nee. Keine Ahnung. Biomüll? Biomüll? Es ist gerade Biomüll? Was? Das wäre witzig. Also das, gut, hier das ist tatsächlich... Dill? Das hier ist Müll. Nein, das ist einfach Dill. Ich dachte, das wäre frischer Dill. Weißt du, was ich dachte? Das wäre von irgendwas abgeschnitten, so wie von Karotten das obere abgeschnitten oder so. Naja. Das stimmt. Wir haben einen Waschbär-Emote. Nein, Müll? Das ist nicht unseres, oder? Nicht unseres. Nee, Rack Attack, nein. Das wäre jetzt geil gewesen. Ja, großartiger Clip. Ja. Gucken wir mal auf der 4. Jetzt nehme ich auch noch ein paar Dosen und eine Flasche. Wir haben ja auch Flaschen. So wie du. Du bist auch eine Flasche. Meintest du jemand Spezielles? Oder? Ich meinte den, der gerade zugesehen hat. Ach so, okay. Der sich angesprochen gefühlt hat. Jetzt sofort heirat. Sofort heirat. Alles in der Küche, außer ein Clip bisher. Sorry, ich mach nochmal zurück. 3. Jetzt sofort heirat. Sofort heirat. Ja, wir wollten noch heiraten. Wenn wir Sex und haben One Piece zusammen. Stell dir das mal vor. Ja, das wäre das beste Paar. Sex ever. Warum sind wir nicht gleich? Ich würde ja manchmal. Oh Gott, wenn ich hier das vorstelle. Ich würde noch immer One Piece gucken, über Animes unterhalten. Du könntest mir zocken, Sacrifice beibringen. Das wäre perfekt. Wir hätten einfach richtig guten Sex. Wir könnten über alles Sport reden. Machen. Wir können Sport machen, genau. Das denken beide dran, wie es ist, Sex zu haben. Geht nicht, ne? Ja. Also, was ist mit euch los? Hey, was denn? So ein ganz normaler Talk. Okay. Viral Dance einfach im Hintergrund. So. Was? Das ist doch nur 2. Der Paracocktail, ja, genau. Hä? Was? Das will ich nochmal sehen. Ja. Viral Dance einfach im Hintergrund. So. Oh fuck. Yoshi drunk? Der Paracocktail, ja genau. Was ist das? Lesser Dance. Okay, auf der 1 diese Woche ist. Ich lasse euch noch ein wenig warten. Ach, und. Ich will es wissen. Jetzt will ich es wissen. Ey, das hat er vorhin bei mir auch schon gemacht. Maurice, Alter. Ich hasse dich, Maurice. Oh Gott. Ich hasse ihn. Mit Prime, Fleischerfaust hat subscribed mit Prime. Dann Creeper! Oh Gott! Oh Gott! Direkt alle waren mit Creeper, ich kam raus. Oh Gott! Direkt vor mir war ein Creeper. Und Creeper! Alter. Alter. Okay, er kommt. Oh fuck, ein Zombie ist auch da. Oh, der Enderman steht direkt vor mir. Ich hab's hoch. Ich kann es nicht nochmal sehen. Der Zombie rippt mich. Warum bist du denn raus? Nachdem du den getriggert hast. Weil Zombie da war. Wo soll ich hin? Sag mal, please. Weiß ich nicht. In die Höhle und zubauen. Zubauen. Okay. Alter. Oh. Du bist doch hier unten. Gino! Ey! Ich hab keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Matteo! Ey, da war eine Spinne! Die hat mich in die Ecke gedrängt! Ich hätte eben einfach zum Metall und das Metall holen können. Ey, ich hasse alles! Und du machst es.
Und du gehst dann einfach dahin und lässt und stirbst. Ey, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Aber so dahin und ich bin fertig, Leute. Ich kann nicht mehr. Das war doch, oh. Ey, da war eine Spinne. Da war eine Spinne, die hat mich runtergepusht gegen die Lava. Dann musste ich die Spinne wegschlagen. Und dann kommt der scheiß Creeper und droppt auf mich drauf. Ich hatte halt. Steffen F. Oh, ich bin ein Loch. Oh, Gino. Oh, Matteo. Das war wieder Highlight. Das war so bescheuert. Ohne Scheiß. Fuck! Ich bin in ein Loch gefallen! Ich bin in ein Loch gefallen, wo zwei Creeper drin waren! Mann, wieso bist du in ein Loch gefallen? Check, weil da war ein Loch! Du bist auch gestorben! Ja, warum war da ein Loch? Wieso war da ein Loch? Gino, ich verstehe das. Können wir Instant Replay? Ja. Das. Oh Gott, Scheiße. Da ging um direkt wieder die Emotionen hoch. Diese 12 Stunden, ne? Es war ein fantastisches Event, das Minecraft-Event. Oh, danke, das freut mich. Mich hat das sehr unterhalten. Ja, war auch auf jeden Fall Flashback. Hat auch echt manchmal, also ja, ich mache auch immer viel Kacke, ne? Aber es hat einfach wehgetan, so. Also wenn man so mit euch gestorben ist, so einfach so. Ja, das hat aber jedes Mal ist wieder ein Stück in mir gestorben und ich habe wirklich jedes Mal überlegt, boah, den muss ich ausschalten. Sonst überlebe ich das wahrscheinlich nicht. Das hat richtig tiefe Wunden aufgerissen, muss ich sagen, diese Tode. Das war richtig schlimm. Aber es hat auch mega Spaß gemacht. Also es war geil und erschütternd zugleich. Das bedeutet, wir haben die Challenge nicht geschafft. Die Challenge war, spielt in 12 Stunden Minecraft auf Hardcore durch, also bis zum Ender Dragon. Und das haben wir nicht geschafft und deswegen wird es einen Resident Evil 7 VR-Stream geben. Wann es den genau geben wird, geben wir noch bekannt. Wir müssen da erstmal die Technik testen. Also Gino wird das machen. Was ist, wenn wir das testen und das gar nicht so funktioniert, dass man das überhaupt zusehen kann? Dann müssen wir uns ein Ersatzprogramm suchen. Aber Gino meinte, geht safe. Ja, aber woher will Gino das wissen? Ist Gino Techniker jetzt? Nein, aber der hat doch schon mal gesehen, also ich habe auch schon mal gesehen, dass es geht. Wenn es irgendjemand anderes schafft, dann schaffen wir das auch. Auf der Welt. Ja. Allgemein eine sehr wilde Woche wieder, also mit Kücheneröffnung. Ja, lass mal gucken, ob wir irgendwas vergessen haben, was jetzt nicht in den Clips präsentiert war. Wir haben nochmal hier den Zeitraffer von Nadine. So genau, nämlich die Küche eröffnet haben Simon und Hamu, die ja auch die Küche zusammen gebaut haben. Ja. Da können wir nochmal gucken, wie schön die Küche aussieht für die Leute, die da nicht dabei waren. Richtig schöne Küche. Richtig, richtig gut. Oh, das ist so geil, dass wir die Küche jetzt haben. Ich bin so gerne in der Küche. Ich bin da einfach gerne und chill mit dem Chat. Ja, mach einfach nichts. Ja, ist einfach ein super schöner. Und Chat hat auch immer Bock auf Küche. Chat hat immer Bock auf Küche. Chat, wollen wir rübergehen in die Küche jetzt? Können wir gerade nicht. Da wird gerade umgebaut. Aber Chat, nächstes Briefing aus der Küche. Habt ihr Bock? Komm, wir gucken mal weiter. Komm. So, dann gab es Bolognese von Hamu. Und Tatar von Simon. Kann man auch nachsehen. Also wer Hamu, das war, glaube ich, Hamus erster Auftritt überhaupt on cam, wo er auch wirklich mal ein Mikro hatte und was erzählt hat. Ich glaube, es war eine Tarte, nicht Tatar. Tatar ist doch das Gleiche. Nein. Also auf jeden Fall nochmal nachschauen. Da erfährt man auch sehr viel über Hamu, ja, der schon seit Anfang an mit dabei ist, mit mir zusammen. Und Simon auch. Ja. Simon, der auch jetzt schon einige Jahre bei uns ist. Oder? Ja, müssen jetzt schon Jahre sein, tatsächlich. Ja. So langsam. Und uns immer wieder unterstützt, ja, und extrem viel seiner Freizeit opfert, um hier Bonva mit voranzubringen. Sehr, sehr nice. Sehr nice. Simon gibt es mindestens so lange, wie es diesen Tisch hier gibt. Das heißt, wenn ihr das erste Mal diesen Tisch hier gesehen habt, ab da ist Simon mindestens, aber eigentlich schon eher. Genau. So, dann gab es auch Burner und Leon. Die hatten wir gerade auch schon. Was haben die denn gemacht? Pfannkuchen, das sieht aus wie Pfannkuchen. Die haben einen Kuchen gebacken, einen Käsekuchen, der angeblich sehr lecker war. Ich habe den nur einen Bissen probiert, dann war er weg. Ja. Also sehr guter Kuchen. Das muss ich mir eigentlich nochmal ansehen, auch wie Burner und Leon gekocht haben. Das habe ich nämlich gar nicht gesehen, fällt mir gerade auf. Mhm. Mal interessieren, wie die beiden zusammen waren. So, dann gab es Briefing auch aus der Küche. Und dann war Jenny da. Ich habe mit Jenny gekocht. Auch seit langer Zeit Jenny mal wieder im Studio gewesen. Mhm. Hat sehr viel Spaß gemacht. Genau, es gab irgendwie Lachsburger mit Spargel. Die waren sehr lecker. Und noch so einen Rhabarber-Nachtisch haben wir gemacht. Der war auch, den habe ich mit Gino am nächsten Tag noch gegessen. Der war sehr, sehr gut. Den fand ich auch super nice. Ja. Ich kenne Rhabarber überhaupt nicht, aber der Rhabarber hat richtig nice geschmeckt. Mit Crumble oder so. So, dann ging der Tag weiter, beziehungsweise dann wurde es schon Nacht oder abends, hat Matteo zusammen mit Gino dann... Nee, mit Jens. Ach, mit Jens, stimmt, genau. Du hast ja mit Jens gekocht an dem Abend.
hast du Pizza gemacht und Jens hat irgendwie Nachtisch mit kandierten Bacon gemacht. Das habe ich noch mitbekommen. Das war wirklich lecker. Also ich dachte so, okay, Bacon in einem Nachtisch, schon sehr gewagt, aber fand ich auch sehr lecker. Und so, und zur Late Hour gab es dann noch eine Cocktail-Session. Genau. Mit Yoshi und Chrissy war auch dabei und ich glaube, Hamu auch nochmal, ja, genau. Oder? Ja, genau. Hamu, glaube ich, sogar eher im Lied, die anderen beiden, oder Hamu und Chrissy eher im Lied und Yoshi hat, glaube ich, nur getrunken. Ich weiß es nicht genau. Und getanzt im Hintergrund. Und getanzt ein bisschen, ja. Da habe ich auch einen probiert, der war auch sehr lecker. So, und dann war der Tag vorbei. Genau. Und am Dienstag ging es weiter mit dem 12-Stunden genau, Minecraft-Klotz- und Kante-Event. Genau. Wie gesagt, haben wir schon viel von gesehen. Wie oft seid ihr insgesamt gestorben? Viermal. Zweimal ich, zweimal Gino. Oh, in der Küche wart ihr zwischendurch. In der Küche chillen ist einfach nice. Ja, wir haben nochmal gekocht. Wir haben nochmal eine Pizza komplett gemacht, Gino und ich. Ah, mit dem restlichen Teig. Genau, ne? Mit dem restlichen Teig haben wir nochmal ein Blech Pizza gemacht. Auch echt viel gesehen von dem Event. Ich fand das sehr nice. Cool. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Aber es war manchmal so, manchmal habe ich dann so gedacht, so, warum baut ihr jetzt einfach nicht einen Zaun um eure Base? Ja, und leuchtet, Niklas, kein Backseat. Das aus? Das also ja, aber warum, ihr habt das doch schon gespielt und ihr habt das doch früher auch gemacht. Ja, beim nächsten Mal. Warum habt ihr das nicht gemacht? Gino und habt ich ihr das einfach vergessen, dass man das kann? Vielleicht, kann sein. Gino und ich haben ja schon gesagt, wir werden das nochmal versuchen. Vielleicht so jeden Monat oder alle 2-3 Monate versuchen wir das mal, weil es hat uns auch Spaß gemacht, muss man sagen. Und auch da ein riesiges Dankeschön an Maurice, der die ganzen 12 Stunden Regie gemacht hat für uns. Auch richtig gute Regie. Also hat die ganze Zeit versucht, so immer alles darzustellen, dass alles mitbekommen wird. War richtig krass, was wir für Highlights letzte Woche hatten. Ey. Erst mit der Kücheneröffnungsstream und dann direkt das 12-Stunden-Event hintereinander. Ja, ja. Da habe ich schon wieder alles vergessen. So, was ist denn danach passiert? Ganz am Ende. Wo genau, dann haben wir irgendwann haben wir dann gemerkt, okay, wir schaffen es zeitlich einfach nicht mehr. Ja, nach eurem letzten Tod. Genau, dann haben wir Pizza gebacken, haben die Pizza gegessen und dann haben wir Getting Overhead nochmal gespielt, weil Gino meinte so, ja, lass mal zocken. Und ich so, ja, klar, warum nicht? Und Gino hat da voll den Narren dran gefressen. Der fand das richtig geil und meinte so, das macht voll Bock. Und dann haben wir, ich habe es nochmal durchgespielt und Gino kam auch relativ, ich glaube, bis zu Timmy. Also er kam bis... Ja, er meinte bis zu Timmy, als ich ihn gefragt genau. Ja, krass. War ein cooles Event. Bist auch du echt, durchgekommen? Auch, ja, ja. Auch sehr gute Zuschauer. Ich habe auch gesagt, ich gehe jetzt nicht nach Hause. Wir haben auch ein bisschen überzogen deswegen. So, dann Leon am Mittwoch. Ja. Und Leon hat sich dann ausgedacht, also relativ spontan, er baut erstmal Challenges zusammen mit der Community. Fand ich voll geil, die Idee. Fand ich auch richtig nice Idee, auch in Bezug auf die Achievements. Sehr, sehr geil, zu Achievements kommen wir später auch noch. Erstens, Gewinner in StarCraft 2, 2 Spiele mit jeder Rasse, mit den von der Community gevoteten Einheiten. Ah, krass. Zweitens, gewinne 2 Spiele LOL, also League of Legends, mit der von der Community gewählten Rolle. Gewinne 1 Spiel PUBG, in dem du nach jedem Kill das Inventar mit dem Opfer tauscht. Das war so verrückt, ey. Das war so nervig. Das ist ja verrückt. Das war richtig, das hatte ich gar nicht mitbekommen, anstrengend. Oh, ich habe es zugesehen. Und er musste immer, also wenn er einen gekillt hat, immer überhaupt dieses Austauschen. Und am Ende gab es Situationen, wo du halt so voll schnell reagieren musst. Ja. Und er hat es halt, glaube ich, er wurde Zweiter. Das war das Beste, was er gemacht hat. Oder hat er es geschafft? Weiß ich nicht. Leute, Chat, wisst ihr das? Ich hab nur gesehen, kann man ja nochmal nachschauen. Ich habe nur gesehen, wo er einmal ganz hoch kam. Aber erreiche Timmy in Getting Over nur mit der linken Hand. Hat er gemacht, war auch mega witzig. Erreiche die Diamond 3 Liga in 2v2 SC2 mit BRB. Mit Red Backschild. Also, Also mit einem AFK sozusagen. Also ein Spiel alleine. Genau, obwohl wir gesehen haben, dass Red Back richtig gut in StarCraft ist. Haben wir letztens gesehen. War dann AFK. Okay, nice. Ja, war ein nicer Tag. Auch Leon, muss man sagen, der taut richtig auf vor der Cam, der Junge. Mhm. Jedes Mal, wenn er hier ist und auch alleine Streamtime bekommt, ne, schaut euch den jungen Mann an. Ja, den könnten wir noch länger dabei haben, Freunde. Supportet den. Guter Junge. Auf jeden Fall. Und talentiert in allen Bereichen. Der hier, der nervt. Der nervt mich selbst nur noch. Den müsst ihr nicht immer zusehen, den Typen. Was hast du da gezockt? Aber der hat Stardew Valley gezockt. Ach krass. Weil ich habe am Mittwoch habe ich meinen Rasen gemäht und habe dann so, am Freitag kam ich dann, am Donnerstag kam ich dann ins Studio und habe so überlegt, boah, Rasenmähen hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, ich spiele mal Stardew Valley. Geil. Und war das dann so wie Rasenmähen? Ja, es war halt super entspannt und so und ich habe das auch gerne gespielt. Aber es war irgendwie nur für diesen Moment war es nur das Richtige. Okay, also okay. Jetzt habe ich irgendwie kein Bedürfnis, es weiterzuspielen. Aber für den Moment war es genau das Richtige. So, und dann habe ich in der Küche gechillt, weil ich immer keinen Bock mehr hatte. Mhm. Und da hatte Chat dann auch wieder richtig Bock. Da kamen immer mehr Zuschauer. Und ich habe einfach nur in der Küche gestanden, habe die Spülmaschine ausgeräumt und habe den Kühlschrank sauber gemacht. Sogar. Da habe ich zugesehen übrigens Da habe ich ihn komplett ausgeräumt, sauber gemacht.
Mhm. Und auch alles geguckt, ob das abgelaufen ist und so. Sehr, sehr gut. Na, hast du auch den Eiertest gemacht? Genau, den Eiertest habe ich auch gemacht. Ja. Wo du dann die Hand mit und das übergelaufen ist, war das Geilste. Warum ist das eigentlich kein Top-Clip? Stimmt. Hä? Leute, wie wird denn hier geklippt? Das wäre eigentlich, das war doch der größte Lacher, geil. Oder nicht, diese Woche? Stimmt. Wieso hat das keiner geklippt? Hallo? Da stimmt irgendwas nicht. War das, wurde das überhaupt geklippt? Das war auf jeden Fall für mich persönlich auch ein Highlight. Hm. So, dann habe ich noch Warcraft 3 ein bisschen gezockt, nachdem ich in der Küche fertig war. Und dann gab es auch irgendwann endlich wieder One Last Raid. Guck mal, Niklas testet Eier, 127 Aufrufe. Warum hat der denn nur so den wenig? Gucken wir. Den gucken wir nochmal. Können wir auf meinen Rechner kurz, also vom Sound her? Können wir nochmal schnell rüber. Haben wir Sound? Ich glaube, das ist jetzt auf dem Mischpult auf. Ah. Das ist gut. Sinken ist gut. Okay. Und jetzt? Oh nein. Vor allem. Das Geilste ist, wie du es durchziehst. Guck mal, wie lange da Wasser rausläuft, bis du aufhörst. Ja, aber was bringt mir das denn jetzt aufzuhören? Ja, damit nicht noch mehr Wasser rausläuft. Guck mal hier. Ja, aber wenn ich schon dabei bin, dann kann ich auch das gleich weitermachen. Machen wir durchziehen. Groß. So, jetzt achte mal hier auf diese Öffnung. Oh nein. Oh nein. Ja gut, komm. Dann gab es am Donnerstag One Last Raid, ging weiter. Endlich, wir haben Uldua weiter geradet. Jetzt am Mittwoch geht es übrigens direkt weiter, da gucken wir dann gleich nochmal drauf. Hauke war leider nicht dabei, der hatte keine Zeit, der war mit Pen & Paper beschäftigt. Hat und er hat es trotzdem geschafft. Mehr Arbeit gekostet, als er gedacht hat. Was haben wir geschafft? Habt ihr es trotzdem geschafft, ohne Hauke? Ja, aber nur zwei Bosse. Ich glaube, mit Hauke hätten wir bestimmt drei geschafft. Ah, okay. Daniel hat uns was zu essen gemacht. Und hat Eis mitgebracht. Daniel ist der Beste. Wenn Daniel da ist, ist alles noch besser. Gut, Daniel, das merke ich mir, weil mir hast du noch nie Eis mitgebracht. Er hat Nudeln gemacht mit Speck und einer Soße und Eis mitgebracht. Was geht bei ihm? Daniel ist richtig krass. Okay, Daniel, ist notiert. So, und am Ende haben wir zwei Bosse gelegt. Dann, am Freitag, war ich mit Gino da und wir wollten Donkey Kong Country Tropical Freeze spielen. Aber wir haben auch da erstmal, ich glaube, fast zwei Stunden einfach in der Küche noch rumgepimmelt. Mhm. Und das war super angenehm. So, dann haben wir das Game irgendwann gezockt. Wir sind Welt 2 haben wir durchgespielt. Super nices Game übrigens. Wer Fan ist der alten Donkey Kong Country Teile, wird sich hier auf jeden Fall neu verlieben. Auch ganz schön knackig vom Schwierigkeitsgrad her. Ja, es ist auf jeden Fall nicht leicht. Es ist deutlich schwieriger, als ich gedacht habe. Natürlich, ist einfach ein schönes, schwieriges Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. Und die Bosskämpfe waren vor allen Dingen auch nice. Wer sich an die alten Donkey Kong Country-Teile erinnert, da waren die Bosse eigentlich immer das Lämste und das Einfachste, außer die letzten immer. Aber da waren sie von Anfang an irgendwie so richtige Encounter. So, da haben wir weiter in der Küche gepimmelt. Dann hat BRB StarCraft gespielt. Okay, wer ist BRB? Ist BRB. Ist das Shit. Okay. Gut. Dann gab es Dark Souls mit Yoshi, den habe ich auch gesehen, in All Bosses Run. Mhm. Da hat er direkt im ersten Durchlauf seine Zeit geschlagen, irgendwie 1:39 oder so. Mhm. Dann gab es noch League of Legends mit Yoshi am Freitag. Am Sonntag, denn Samstag waren wir Stream offline, weil da waren wir grillen bei mir. Genau. Sonntag habe ich den neuen Patch von The Abeans angespielt. Eine Map. Ich habe die erste Map direkt gewonnen, übrigens, also wirklich direkt. Da hat man das Weltwunder gesehen. Warte, ich zeig dir das nochmal. Genau, zeig mir das mal. Das ist ein Weltwunder. Okay. Und es gibt 800 Food. Mhm. Das ist richtig krass. Ist aber auch sehr, sehr teuer. Und dann, nach der Abeans, habe ich mir einen Obstsalat gemacht. Und dann kam eigentlich das Beste. Scoutet. Ich habe stundenlang einfach Spiele gescoutet und habe einfach die Spiele auf Steam eingegeben, die im Chat vorgeschlagen wurden. Mhm. Und aus irgendeinem Grund kam da dann auch immer mehr Zuschauer dazu. Das war lustig. Und ein paar haben auch angespielt, nämlich, ich habe vergessen, wie das heißt, Universum, The Universum oder so. Das kenne ich gar nicht, noch nie gehört. Und ja, ganz, ganz viele Spiele haben wir gesehen. Und du hast dann auch was Neues gespielt am Sonntag noch, nämlich? Judgment, Apocalypse Simulation, das ist so, also es hat mich dann sehr stark an RimWorld erinnert. Also ich glaube, ich werde es nicht weiterspielen, habe ich auch gestern schon lange erklärt. Es ist eigentlich ein gutes Spiel. Aber es schlägt für mich viel zu sehr in dieselbe Kerbe wie RimWorld. So, da denke ich mir so, ich spiele RimWorld schon nicht, dann brauche ich das eigentlich auch nicht spielen. Aber es war schon ganz cool. Aber ich hatte dann auch nicht so, ich habe das, glaube ich, 3 oder 4 Stunden gespielt. Und danach habe ich aber auch gedacht, ich muss es aber nicht weiterspielen, weil es
Ja, ist halt so ein bisschen, ist auch so ein Spiel, wo man nicht so viel Action hat, wo man mehr halt so überlegt, wie baut man und sowas. Hatte ich also nicht getriggert. Nee, es hat mich nicht getriggert. Ja, ich kenne das, ich kenne das. Ja. Ich spiele auch immer Spiele, oft, also ne, auch jetzt das Universum zum Beispiel habe ich angespielt und habe so dabei gedacht, ja, ist ganz cool und bringt eigentlich Spaß, aber sobald es vorbei ist, genau, dann hat man halt das Gefühl, okay, ich habe jetzt aber kein Bedürfnis, das einfach weiterspielen zu wollen. Genau, ne? Also es muss irgendwie, wenn es keinen Hook hat, so, dann denkt man so, ja, es war cool, aber... Und man muss auch immer unterscheiden, Spiele müssen im Stream dann auch funktionieren. So. Es gibt Spiele, die sind geil, aber die funktionieren im Stream einfach nicht. Und da muss man halt als Streamer sagen, so, ja, es ist ein cooles Game, aber das werde ich im Stream nicht weiterzocken. Aber das hier könnte als Streamer ganz gut funktionieren. Findest du nicht? Mit mir glaube ich nicht. Vielleicht mit jemandem, der da so voll die Story reinmacht, so Roleplay-mäßig, weißt du, der so den Charakteren, vielleicht Hauke oder sowas, der könnte sowas, glaube ich, gut spielen. Aber ich habe da nicht so den Drive gehabt. Und dann gab es abends aber noch weiter Dark Souls. So. Genau, Dark Souls. Warum spielst du ja nicht mal nackt? Das ist, sag ich nicht. Das ist meine Passion wieder, da ist meine Passion wieder entflammt. Ich habe voll Bock auf Dark Souls. Und gestern haben wir den Smelter Demon gemacht. Und da ist er auch gerade. Ja, da ist er auch gerade. Den wirst du auch in den nächsten 4 Stunden da sehen. Oder mit dem Run dazu. Oh, schon vorbei. Genau, und da haben wir den Smelter Demon gelegt. Und ich muss sagen, die DLCs von Dark Souls 2, die machen wieder richtig Bock. Weil da sind geile Bosse. Und heute werde ich weiter Dark Souls spielen. Und zwar heute werden wir Sir Alonne machen. Ein Boss, den ich gestern zum ersten Mal gesehen habe, der sehr, sehr fordernd aussieht. Also heute Abend macht euch drauf gefasst. Wieder Dark Souls 2. Okay, wir gehen mal auf bondwa.de/Programm und gucken, scrollen mal ganz runter. Gucken mal, was das in Zahlen hieß diese Woche. 119.250 Zuschauerstunden. Das ist mir eigentlich schon wieder zu viel. Das ist wieder zu viel, besonders für den Sommer. Ja, es ist Sommer, eigentlich müsst ihr jetzt weniger da zuschauen. Da muss weniger. Mehr rausgehen, Freunde. Also mehr in die Sonne, ein bisschen Hautkrebs kultivieren. Das wird so nichts. Und guck mal, wie krass unser Küchen-Event war. Ja, aber guck mal, der Tag danach einfach nochmal. Alter, und das Klotz-und-Kante-Event, das war ja noch krasser. Ja, holy shit. Sick. Also diese beiden Tage alleine haben die Woche schon alleine rausgerissen. Ja. Richtig absolut. Krass. Ja, dann aber auch einer der stärksten Mittwochs seit Wochen. Guck mal, hier war ein stärkerer, aber ist schon trotzdem auf jeden Fall relativ stark. Also, und Leon hat alleine gestreamt. Genau. Und auch gar nicht so viel, das muss man hervorheben. Genau. Ja, also der Panda kommt auch an bei euch, das ist sehr schön zu wissen. Genau, dann. Dann der One Last Raid-Tag. One Last Raid ist ja immer stark eigentlich, also ist ja konstant. Freitag war dann Donkey Kong Country Tropical Freeze. Genau. Da haben wir auch nicht so lange gestreamt. Also das ist auch völlig in Ordnung. Samstag war eigentlich nix. Ja, genau. Das hat mir Chrissy nämlich gerade noch geschrieben. Da wurde die Zählung nur übernommen von Freitags, weil der Freitag reingeschwemmt bis in den Samstag. Ah, wurde einmal kurz was unterbrochen oder so. Von 0 bis 1 Uhr nachts. Genau, da haben wir irgendwie von 0 bis 1 Uhr nachts oder so nochmal Zahlen bekommen. Ja. Aber der Samstag war eigentlich streamfrei. Sonntag auch wieder sehr strong, aber ein bisschen schwächer als die letzten Sonntage. Genau, das stimmt. Was war denn da am Sonntag? Der Billions. Das war ja gestern. Ja, wir haben auch gerade gesehen. Ich denke gerade. Wir haben gerade gesehen, was wir alles gemacht haben. Ja. Ne? Ja. Aber trotzdem auch ein guter Tag. Also 19.000. Ja. Ja, auf jeden Fall ein starker Tag. Ja, starke Woche. Das werden wir wahrscheinlich länger erstmal nicht wiederholen können. Gucken wir in die aktuelle Woche. Da ist noch nicht so viel los. Da habe ich mich gewundert heute, als ich das gesehen habe. Ja. Also, heute habe ich ein bisschen gestreamt. Ich habe WoW gestreamt übrigens. Mhm. Ich habe mir nämlich vorgenommen, meinen Priester, also meinen zweiten Priester, auf Level 110 zu bringen. Der ist jetzt auf Level 103 angekommen. Und ich glaube, ich werde das tatsächlich noch ein paar Vormittagsstreams durchziehen. Vielleicht sogar auch mal einen kompletten Tag grinden. Aber mal sehen. Mal sehen, wie lange der Mut anhält. Denn morgen kommt ja bereits Conan Exiles. Genau. Und ich hatte eigentlich auch überlegt, das mitzuspielen. Morgen ist noch nicht Jens Geburtstag. Nein, morgen wird aber, also erstmal wirst du ja... Erstmal werde ich um 9, aber davor ist, warum ist davor nix? Ja, ich komme immer ab 18 Uhr und davor ist... Ja, aber kannst du nicht noch was machen hier? Nee, da zerstöre ich meinen Rhythmus, weil ich habe Stream heute Abend bis keine Ahnung was und dann kann ich morgen Vormittag auf keinen Fall streamen. Aber guck mal, das Problem ist, wenn ich jetzt davor noch was mache, dann kann ich nicht mit Conan Exiles spielen. Musst du ja auch nicht, dann wird einfach da nicht gestreamt. Keine Ahnung, wir haben ja noch Yoshi und... Was ist denn mit Yoshi überhaupt? Jens? Yoshi ist am Freitag eingetragen. Ja, aber Jens streamt ja schon seinen Geburtstag. Genau, komplett. Jens macht ja seinen Geburtstag.
Ja, aber ich bin den ganzen Abend halt noch da und danach ja auch noch. Okay, dann spiele ich aber kein Conan Exiles mit. Dann ist das so. Dann mache ich hier morgen weiter. Weil ich habe gerade Bock, meinen Charakter auch zu leveln, muss ich sagen. Ja, mach das doch. Wenn du da Bock drauf hast, mach einfach das, wo deine Passion... Okay, können wir mal kurz von meinem Rechner weg? Wir ändern mal kurz was. Okay. Ich hätte mich mal kurz rein. Morgen Vormittag um 15 Uhr. Wird hier zitiert. Aber ja. Fuck, ich muss noch einkaufen fürs Kochen. Ja, kannst du doch machen. Das muss ich denn vorher machen. Wie lange dauert ein Einkauf? Eine halbe Stunde? Ja, aber für Noobs in Kitchen einkaufen, ja. Dauert ein bisschen länger immer. Ach so, was wollt ihr denn kochen? Weißt du das schon? Ja, weiß ich schon. Sag ich willst aber nicht sagen? Nee. Hey, willst du es nicht teasern? Nee. Wird es was Leckeres? Es wird was richtig Leckeres. Jetzt weiß ich schon. Ich weiß das jetzt schon. Was denn? Ja, es wird Hackauflauf. Mann, nur weil ja, ich eins meiner Lieben... Ja, sorry, aber das ist so... Du bist wie ein offenes Buch, Niklas. Mann, ich hasse dich. Ja, das ist ja mega easy, wenn du sagst, eines meiner Lieben und dann weiß man schon sofort, okay, es ist der Hackauflauf. Gespoilert, Leute. Easy. Also wir versuchen einen Hackauflauf... 200 IQ. ...selbst zu machen. Weil normalerweise esse ich die ja immer so Maggi-Hackaufläufe und finde die mega geil. Aber wir versuchen, einen Hackauflauf zu machen, der mir besser schmeckt als ein Maggi-Hackauflauf. Das geht nicht. Versuchen wir aber. Okay, ich glaube, es geht auch nicht. Ja. Levitt seinen... Achso, ne. Würde Bock. Okay, so. Warte, ich ändere es noch kurz. Also, ich würde mal sagen, ich fange dann morgen an... ich versuche 12 zu schaffen. So früh? Ja, ich will das durchziehen jetzt. Okay. Ich bin gerade im Mut dafür. Finde ich gut. Also ich versuche das durchzuziehen, aber es kann sein, dass ich ein bisschen später komme, wegen des Einkaufs. So, dann werde ich morgen abends Sport machen. Wegen wessen? Des Einkaufs. Okay, wir können wieder auf meinen Rechner. So, geil, schon angepasst, bumm, ist voll. Also, morgen WoW, weil ich habe gerade Bock. Mhm. Und ich will Progress machen. Dann... werden Jenny und ich kochen. Dinnertime. Dann gibt's Conan Exiles, das kommt ja morgen auch raus. Genau, morgen erscheint die Vollversion. Jens hat da direkt auch schon einen Server organisiert. Das heißt, wir haben einen eigenen Server, auf dem wir spielen werden können. Es wird vielleicht auch die Möglichkeit geben, für euch unsere Sklaven zu werden, wenn ihr möchtet. Wir werden da in das Spiel reinschauen und wenn das geil ist, könnte es auch länger gehen, aber wir müssen erst mal gucken, wie es ist. Weil ich habe da schon mal reingeguckt, das weißt du vielleicht gar nicht mehr. Doch, weiß ich noch. Ja, und da war's, also da muss ich sagen, da lief es noch nicht so geil. Von aber der jetzt ja Full Release. Genau, ne? Und deswegen habe ich. Vielleicht ist ja verbessert worden. Ich habe größere Hoffnungen, dass wir da alles kaputt machen und unterjochen werden. Habe ich Bock drauf. So, Jens hat übrigens Geburtstag am Jensi-Tag. Genau, das heißt, Jensi-Tag. Wahrscheinlich wird hier reingefeiert. Hallo. Ja, genau, richtig. Mit Saving Private Jensi, denn Jens hat ja auch einen GTA-Roleplay-Server jetzt Zugang, nicht? Nein, das ist was anderes. Das ist anderes. Jens hat vorgeschlagen, er will in seinen Geburtstag rein Saving Private Jensi machen. Und zwar ist das eine Idee, die ich schon mal vorgeschlagen hatte. Und zwar, er will PUBG spielen und alle müssen Jens beschützen. Ah. Und die Personen, die Jens, also genau, die Person, die Jens killt, also nicht down, sondern killt, bekommt eine Loot-Chest geschenkt. Also auf Custom-Server. Genau, das heißt, wir machen eine Hetzjagd auf Jens und das Bondra-Team versucht, Jens zu bewachen und ihr schießt Jens ab. So, wird also reingefeiert in den Jensi-Tag. Denn Jens wird richtig dick feiern hier. Er versucht dann schon um 12 wieder wach zu sein nach der Fete und macht dann weiter mit Programm. Und abends gibt es dann noch One Last Raid. Dieses Mal auch mit Hauke. Falls das alles klappt. Ich hoffe, das klappt diese Woche, dass Hauke auch am Start ist. Da wird Uldor weiter geradet. Dann Donnerstag. War es PUBG? Ja, genau, weil, also erstmal, wir haben ja gesagt, einmal die Woche wollen wir Custom Games machen. Können wir nochmal kurz von meinem Rechner weg? Können wir nochmal kurz von meinem Rechner weg? Ich auch einen nochmal. Guck mal, Rechner weg, ja? Jaberno sagt, hab schon mal mit Jens Conan gespielt beim NDJ. Was ist denn NDJ? Vielleicht meint der NDR. Ah, das ist sehr wahrscheinlich. Rezaro fragt, voll geil, aber um 24 Uhr unter der Woche? Fragezeichen. Ja, das ist
das ist Jens schuld, dass er nicht am Wochenende immer Geburtstag hat. Das haben die Eltern ganz, ganz schlecht gemacht. Ganz schlecht. Dass Jens nicht Welt immer gebracht. Am Wochenende Geburtstag hat. Ganz halt, schlecht zur Welt. Also weiß auch nicht, wie man das so planen kann, dass man nicht dauernd am Wochenende Geburtstag hat. Das ist halt schlecht einfach. So, ich hab mal, noch nicht. So, aber jetzt können wir wieder gucken. Hab ich mal noch was geändert? So gefällt mir das. Also, Donnerstag. Ich werde diese Woche das schaffen, meinen Priest auf Level 110 zu bringen. So. Gut. Definity Stream, oder? Ja, Definity Week. Gut. Ja, ich habe gestern auch Definity Stream gemacht. So, dann gibt's PUBG erzählen. Genau. Und zwar, also erst nochmal Custom Games mit euch wieder zusammen. Das sowieso. Und das Geile ist, am Donnerstag erscheint auch wieder die neue Map. Und zwar, die heißt jetzt Sanok. Sanok oder sowas. Ah. Und die werden wir dann wieder testen. Oh. Die erscheint genau am Donnerstag. Oh, Niklas. Triggered. Oh Mann, aber ich kann kein PUBG spielen. Dann hassen uns die Leute wieder, weil wir nur PUBG spielen. Ich spiele ja nur Donnerstag. Oh. Musst du entscheiden. Aber ich will auch... Ich will noch POV. Ich will noch PUBG. Ja, egal. Kannst du ja bis dahin noch entscheiden, spontan. Genau, und da werden wir eine neue Map ansehen und davor Custom Games zusammen mit euch machen. Okay, ihr regelt das mit PUBG, das, ja? Das ist der ihr regelt das. Ja, ihr holt die Leute im PUBG ab. Klaro. So, Freitag hat Yoshi sich dann eingetragen, weiß aber noch nicht, was er machen will. Eventuell wieder Dark Souls Runs, aber das bleibt ein Mysterium bis Freitag. Mhm. Samstag ist frei, denn also wird auch frei bleiben, denn diesen Samstag wird bei mir wieder gegrillt. Genau, das gesamte Team ist bei Niklas. Da kann keiner streamen, weil einfach keiner da ist. Genau. Es könnte theoretisch Be Right Back, den hast du nicht eingeladen, ne? Nö, ja doch, den habe ich auch eingeladen. Was? Aber der ist doch mega wenig. Ja, aber ich finde den cool. Echt? Ja, ich finde den cool. So, Sonntag, weiß ich noch nicht, was ich machen will, ehrlich gesagt. Da weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall kein WoW, weil ich habe gesagt, WoW will ich nur spielen in Zeiten, wo wir am besten, also nicht zu Primetime und nicht, wo wir halt immer... Ne, wo, das mache ich ja mit PUBG so, dass ich immer... Damit ich halt nicht zu viele Leute vergraue mit WoW. Das ist bei mir genauso. Weil bei WoW hat man, wenn man keinen Zugang hat, dann guckt man das eher nicht. Mhm. Ne? Also wenn man das nicht selbst mal gezockt hat. Deswegen weiß ich noch nicht, was ich Sonntag machen will. Auf jeden Fall kein Day of Billions. Ich überlege nochmal. So, und du weißt auch noch nicht, was du machen willst Sonntag. Nee, weil das hängt ein bisschen davon ab, wie heute Dark Souls verläuft. Weil normalerweise wird ja so ein bisschen Tradition, dass ich sonntags immer Dark Souls spiele. Aber es kommt ein bisschen darauf an, wie es heute läuft. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich nochmal in The Hunter reinschauen soll. Und zur Not, wenn beides von den beiden nicht herhält... Und vielleicht Conan Exiles geil ist, dann gibt es wieder Conan Exiles. Oder wenn das auch nicht gut ist, dann gibt's FTL. Ja, Donnerstag ist Feiertag, das ist mir egal, ich weiß. Da ist Vatertag. Also dieser Himmelfahrt ist es, glaube ich. Ja. Also strategisch schlau für uns wäre es tatsächlich auch was am Freitag zu machen, weil das ist frei für die meisten. Das ist ein Brückentag. Ja, aber am Donnerstag werde ich wahrscheinlich bis 6 Uhr morgens streamen. Hm. Dann können die Besoffenen, die vom Vatertag zurückkommen, noch bei dir einschalten. Das ist gut. Was? Nein, am Donnerstag. Ach, stimmt. Ja. Ach, stimmt, die ganzen Besoffenen. Ist der Donnerstag. Das ist perfekt. Ja, aber Freitag haben wir niemanden mehr, oder? Ja, vielleicht. Also, nee, ich will jetzt auch. Nee, mach mal. Ich habe mich schon zu zwei Tagen committed. Genau, committe dich mir jetzt mal nicht zu viel. Also, denn jetzt. Nee. Spontan ist alles möglich, aber jetzt nicht. Ich bin jetzt echt schon viel da. Alter, guck mal, wie viel ich jetzt streame. Boah, ist jetzt schon viel. Aber mal sehen, was die Woche bringt, ne? So, damit hätten wir die kommende Woche geklärt. Da noch mal kurz ein Hinweis von mir aus eigener Sache. Wenn ihr auf die Startseite geht, www.bondriver.de, hierhin, dann findet ihr ja hier die Academy. Und die sollte jetzt vollständig freigegeben sein, also mit allen Videos. Starter-Training Woche 1 bis 5 und Advanced-Training Woche 1 bis 6. Klicken wir mal auf 6, ob das Video geht. So. Da, Aufzeichnung der ganzen Episode. Sollte jetzt auch live sein. Ja, das funktioniert alles. Toll. Genau. Dann reden wir über die Entwicklung bei den Achievements. Also, auf jeden Fall wird es jetzt mit den Achievements nicht direkt weitergehen, weil wir einfach noch nicht wissen, wie wir das genau machen wollen. Genau, da haben wir aber jetzt eine Taskforce gebildet, die ich leite und wir werden die Achievements also nochmal richtig analysieren, was fanden wir geil, was fanden wir schlecht
Und dann arbeite ich das aus, zusammen mit Leon, der hat auch Bock drauf. Und dann werden wir die Achievements präsentieren, wenn die ready to go sind. Das heißt, wir wissen nicht genau wann, wir machen erstmal dazu ein Meeting, sammeln erstmal und dann werden wir die euch vorstellen und dann geht es wieder weiter mit Achievements. Ja, ihr könnt aber weiterhin fleißig mit Achievements vortragen. Und zwar macht ihr das bei uns auf dem Server unserer Twitch-App. Da könnt ihr quasi diese Taskforce mit unterstützen, ja, indem ihr einfach Achievements vorschlagt. Und zwar geht ihr über die Twitch-App auf den Bondra-Server. Das macht ihr folgendermaßen. Sucht einfach oben Bondra. So, ihr könnt hier Bondra suchen oder und ihr folgt uns einfach, dann sieht das so aus. Und dann habt ihr hier in der Freundesliste oder Favoritenliste oder was auch immer den Server. Und ja, da sind inzwischen auch schon über 7000 Leute drauf. Also ist echt mucho mass. Genau, und könnt dann hier im Channel... Ganz unten, ja. Achievements könnt, yes, ihr fleißig mit Achievements vorschlagen und also ihr könnt natürlich jedes Achievement vorschlagen, was ihr wollt, aber vor allem tragt bitte auch Achievements vor für einzelne Personen, also für zum Beispiel einen Leon oder hier Hauke allgemein für PUBG Gino wurde was vorgeschlagen, hier für Hauke einen 6 Stunden Livestream ohne ein einziges Mal zu fluchen, flamen oder die Schuld auf jemand anderes zu schieben. Okay. Huiuiui, das wird schwer. Genau, wenn ihr da Sachen seht, die ihr cool findet, wo ihr sagt, hey, die Idee unterstütze ich, dann gebt gerne so ein GG darunter, weil dann sind die halt sichtbarer, die Sachen, dann merkt ihr schon, okay, das sind viele cool, dann lesen wir uns das auf jeden Fall durch. Wir lesen sowieso alles durch, genau, und werden daraus aussortieren. So, und Matteo nimmt das mal ein bisschen in die Hand. Yes. Weil ich merke gerade, so bei dem allen, ich bin in so einem Papierkrieg gerade mit dem ganzen Kram hinter den Kulissen. Das raubt mir gerade ein bisschen die Kreativität. Und deswegen musst du das übernehmen, Matteo. Mhm. Du musst jetzt der Kreative von uns sein. Ja, da wird auch geschrieben. Ich bin aber jetzt der Arbeiter, du der Kreative. Okay, machen wir so. Hier wird geschrieben: Die Daily Challenges wie bei Leon fand ich gut, muss meiner Meinung nach kein Bonjour-Wettbewerb sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es so. Diese Challenges fand ich auch richtig geil von Leon. Mhm. Und vielleicht ist es auch ein ganz guter Ansatz, dass jeder einfach sich selber so diese Challenges dann raussucht und wir nicht so sehr so einen Wettbewerb draus machen, dass man sich versucht auszustechen, sondern mehr vielleicht so. Aber wie gesagt. Denk dir mal was richtig Geiles aus. Leon hat ja auch schon ordentlich bei uns im Slack, genau, Gehirnschmalz walten lassen. Genau. Ja. Du musst jetzt kreativ sein. Los, genau. Let's go. Los, sei jetzt kreativ. Jetzt. Sei jetzt Erzähl jetzt ein Fällt dir was ein? Fällt dir was ein? Fällt dir was ein? Jetzt sofort. Okay. So, auf jeden Fall, ne, wahrscheinlich, also es wird auf jeden Fall noch mal ein längerer Prozess sein. Eventuell starten wir dann ja wieder im Juni mit etwas richtig Geilem. Vielleicht auch schon vorher, mal sehen. Aber ich glaube, das wäre sinnvoll, da irgendwie was jetzt auf die Beine zu stellen, was wir dann wieder starten. Ja. Bis dahin experimentieren wir weiter. Richtig. Genau. Dann haben wir noch was? Ja, und zwar an der Gamescom werden wir uns ja mit euch wieder treffen, beziehungsweise wir haben die Möglichkeit, uns zu treffen, wenn ihr Lust habt. Und zwar am Gamescom Samstag haben wir da ein Etablissement gemietet. Und wenn ihr selber Lust habt, euch da mit uns zu treffen, dann sucht bitte die Seite auf www.bondra.de/community-treffen-2018. Chrissy meinte, sie hat das jetzt freigeschaltet. Oder ihr könnt halt hier für weitere Fragen auch einfach Chrissy direkt schreiben, eine E-Mail. Ihr könnt auf meinen Rechner, ja genau, können wir mal drauf gehen. Da werden wir uns am 25.08., das ist ein Samstag, in Köln treffen. Deswegen müssen wir uns davor aber anmelden, weil es ist auf 100 Plätze limitiert. Das heißt, bei 100 ist Schluss. Letztes Mal waren wir 100, da war das voll. Also ist jetzt nicht so, dass es super schnell voll wird. Ihr könnt euch ja gerne Zeit lassen und gut planen. Und dann, wenn ihr Lust habt, könnt ihr da einfach mitmachen. Wie gesagt, Chrissy ist da die Ansprechperson. Wenn es da Fragen gibt oder Unklarheiten, an Chrissy wenden. Gut. Ja, das wird auch unser einziger Auftritt quasi sein auf der Gamescom dieses Jahr. Wir machen sonst nichts. Ich glaube, mittlerweile ist auch der Zeitpunkt überschritten, wo wir, glaube ich, auch spontan, das wäre jetzt einmal so zu stressig, wenn jetzt irgendwie noch jemand fragt, so könnt ihr da was Cooles machen. Ja, und irgendwie ist das hier unser Ding. Genau, so, das also wir werden auf der Gamescom dieses Jahr auf jeden Fall Programm machen aus dem Studio, genau, und uns alles angucken und versuchen, die Spiele zu spielen, die es dort gibt. Genau, also dafür schicken wir wahrscheinlich Gino hin. Ja, also Gino könnte Außenkorrespondent werden, der uns dann halt so die Bälle zuschiebt. Aber eigentlich ist es cooler, wenn wir, weil hier haben wir viel mehr Möglichkeiten, weil zum Beispiel auf der Gamescom ist es halt super schwer, einfach
in Ruhe ein Spiel zu spielen, weil es ja alles so ja, eigentlich, voll ist. Also eigentlich ist es auch, Amy, die Gamescom ist halt so eine Bündelung von allem. Da musst du halt so laut schreien, damit du überhaupt irgendwie Aufmerksamkeit erregst. Und deswegen haben wir eigentlich schon letztes Jahr gesagt, wir sind uns echt nicht sicher, ob wir jetzt... also letztes Jahr war eigentlich, glaube ich, also es war auf jeden Fall unsere geilste Gamescom, wo wir einfach zu Besuch waren und dann abends in einer Airbnb gesendet haben. Das stimmt. Ne? Sowas könnte man eventuell nochmal irgendwann wiederholen, aber dieses Jahr haben wir eigentlich gesagt, oh nee, wir wollen uns eigentlich auf die LAN fokussieren und wir wollen... erstmal überhaupt irgendwie uns hier eingrooven im Studio. Deswegen ist die Gamescom gerade nicht auf dem Plan. Aber das Community-Treffen auf jeden Fall am Gamescom Samstag. Samstag? Ja, Samstag. Da, Samstag, den 25.08. Das haben wir schon immer Samstag gemacht. Stimmt, du hast recht. Sonntag ist die Gamescom ja längst vorbei. Ja. So, also Samstag. Also wir werden auch auf der Gamescom sein. Mindestens einen Tag, Gino vielleicht alle Tage oder so, der wohnt dann da. Aber wir werden auf jeden Fall auch da sein, werden vielleicht ein oder zwei Tage auch da mit euch rumrennen. Ja, also minimal das Community-Treffen. Genau, mindestens das Community-Treffen sind wir da. Aber wir versuchen halt auch während der Gamescom viel Content zu machen, aber dann halt von hier. So, genau. Dann die Sommerlan steht hier auch gerade, 9 Wochen, 6 Tage, 23 Stunden bis zur nächsten, bis zur nächsten LAN. Das wird cooler als die Gamescom übrigens. Das wird ziemlich cooler. Ja. Dann wird hier geschrieben, was ist denn mit dem 24-Stunden-Stream mit Leon und Matteo? Ja, das ist ein kleiner Skandal, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Niklas. Nee. Also Leon hat ja diese Challenges gemacht und hat dann gesagt, für jede Challenge, die er nicht schafft, macht er einen 8-Stunden-Stream mit mir. Und weißt du, wen er nicht gefragt hat davor? Dich. Richtig. Ich habe gestern schon gesagt... Es ist eigentlich offiziell in allen Regeln verankert mittlerweile. Das geht gar nicht. Also das geht nur mit Zustimmung des Betroffenen. Genau. Das muss ich jetzt mal unterstreichen. Wir haben das eigentlich als... das steht hier schon drin, ja, in unserer Bibel. Das Gesetz Nummer 3. Gesetz Nummer 3. Nach, du sollst nicht töten. Man darf nicht andere einplanen, die nicht vorher zugesagt haben. Genau. Aber, weil ich ja so ein netter Typ bin und Leon eigentlich mag, machen wir das. Das heißt, das nächste Mal, wenn Leon wieder in Hamburg ist, wird es einen 24-Stunden-Stream mit Leon und mit mir geben. Rest in peace. Matteo, so. Ey, was? Hallo, die Schuld kannst du Leon in die Schuhe schieben. Ich hätte damit nichts zu tun. Toll, Leon, machst du mir jetzt den Matteo noch kaputt? Ja. Der muss jetzt kreativ sein. Der muss jetzt. Jetzt muss er kreativ sein. Wir haben keine Zeit mehr, wir gehen aber noch mal kurz in die Partner-Ecke und gucken, was es da Neues gibt. Oh ja, los geht's. So, Matteo, was gibt's noch aus der Partner-Ecke? Haben wir was Neues? Ich überlege. Unsere Partner sind nach wie vor Lootchest, Jobstairs, Doc, Twitch. Oh, Und eventuell bald Magoo. Schauen wir mal. Magoo probieren wir gerade aus. Ja. Magoo ist übrigens nächste Woche erstmal vorbei. Ihr könnt noch in dieser Woche über den Code, den ihr unter dem Stream findet und auch den Link zu dem Shop von Magoo, könnt ihr für 10% weniger den Drink ausprobieren. Ja. Und dann setzen wir uns erstmal zusammen mit den Jungs und gucken, wie das jetzt alles weitergeht und ob das weitergeht und ob das sinnvoll ist alles. Auf jeden Fall sind die sehr positiv davon überrascht, wie gut das läuft. Also es läuft anscheinend wirklich sehr gut. Gibt es noch was Neues? Ich weiß nicht. Es gibt gerade nichts Neues bei unseren Partnern. Ist das korrekt? Soweit ich weiß, nicht. Mir fällt auch nichts ein, was wir Neues erzählen könnten. Ist was Neues auf Twitch? Ist auch nichts Neues. Nee. Nichts Neues aus der Partner-Ecke. Nichts Neues. Wir haben echt nichts Neues, ne? Nee. Wetten, wir gehen gleich wieder aus der Partner-Ecke raus und dann fällt uns wieder was ein. Nee, mir fällt aber nichts ein. Gut, dann war es das für heute mit der Partner-Ecke. So, das war's. Jetzt fahren wir noch ein bisschen Auto. Und sind angekommen. So. Jetzt lese ich noch ein paar Subs vor und du kannst dir 2, 3 Fragen aufschreiben, okay. Matteo. Chat, stellt Fragen. Ich werde nur die allerbesten vorlesen. Nur die allerbesten. Nur die allerbesten bitte. 2. So, also, noch gesubbt haben.
Oje, muss ich mal ein bisschen runterscrollen. Rumi Mami hat gesubbt für 10 Monate und schreibt, ein weiterer Monat mit euch. Schön, dass es euch gibt. Asmo 70 hat für 18 Monate gesubbt und schreibt, 18 Monate, kleiner als 3. Nepo Mucke hat für 9 Monate gesubbt und schreibt, hey, ich finde euch geil. Liebe Grüße an alle und weiter so. Bonjour, Herz. Kerbert Steuerfein hat einen Sub gegiftet an Astrid Lindgren. Für 16 Monate. Das ist doch 100% derselbe User. Kerbert Feuerstein hat dann nochmal selbst gesubbt für 6 Monate. Geil. Dann hat Lord Big Nick für 5 Monate gesubbt und schreibt, schon 5 Monate Sub bei euch und immer noch hat sich keiner um den verdammten Waschbären auf Matthäus Kopf gekümmert. Was ist hier eigentlich los? Hallo? Bonjour, Onabad. Naozugi hat mit Tier 3, also dem teuersten Sub, 24,99, für 26 Monate gesubbt. 26? Mit Tier 3. Hast du eigentlich, Alter, hast du eigentlich gesehen, dass wir... und schreibt Bonjour Herz, Bonjour Herz, Bonjour Herz. Dass wir diese neuen Sub-Badges haben für 3 Jahre. Oh, das hätte voll gut in die Partner-Ecke gepasst. Weil Community unser Partner ist? Ja. Ja, siehst du? Narcoleptica hat gesubbt für 4 Monate und schreibt, hallo. Bob Corey hat gesubbt für 2 Monate und schickt uns einen Smiley. Finny89 hat gesubbt für 10 Monate. Henry zieht die Jacke aus, hat für 4 Monate gesubbt. Mushinjo hat mit Tier 2, also einem 999 Sub, für 9 Monate gesubbt und schreibt, endlich Bonjour, unser Kind ist geboren. Ich nenne es Matlas Berinkandi. Kleiner als 3 auf weitere tolle Monate. Desaster667 hat für 8 Monate gesubbt und schreibt einen wunderschönen Montag zusammen. Endlich Briefing. Tolle Küche und toller Stream zur Eröffnung. Kleiner als 3. Schattenphoenix3 hat für 18 Monate gesubbt und schreibt, man löst keine Probleme, indem man sie auf Eis legt. Winston Churchill schreibt das. Man löst keine Probleme, indem man sie auf Eis legt. Aber was ist, wenn das Problem Hitze ist? Hitze ist. Oder wenn das Problem etwas ist, was man kühlen muss, dann hilft ja auf Eis legen. Zum Beispiel, dass du dich verbrannt, hast oder ein Problem. Oder ein Kapselriss irgendwie am Gelenk. Auf Eis legen. Auf Eis legen. Also, Herr also Churchill. Also, Winston Churchill ist gar nicht so schlau. Nee, irgendwie nicht so. Zomp Brain hat gesubbt für 5 Monate und schreibt, ach Mann, ich lebe euch dafür. Wofür? Vor 20 Minuten. Was haben wir vor 20 Minuten? 20 Minuten, was haben wir da gemacht? Wahrscheinlich irgendein Blödsinn. Weiß man noch nicht, aber vielen Dank. Bobby Blowfish hat für 7 Monate gesubbt und schreibt, liebe Grüße an den Zock and Talk in der Twitch-App, ihr geilen Pudding-Teilchen. Bonjour ist auch ganz okay. Krischen hat gesubbt für 6 Monate und schreibt, ein Pinguin ist Brigadegeneral ehrenhalber der Königlichen Garde Norwegens. Sein Name ist Sir Nils Olaf. Gut. Das ist gut. Okay. Pearson hat gesubbt. Für 5 Monate. Fenat hat gesagt, für 5 Monate, schreibt klein als 3. The Clap King. Alter, The Clap King. Ja, Clap King mega. Hat für 37 Monate gesagt. Ja, was? Ja. 37? Ja, dem folge ich auch auf Twitter. The Clap. Der ist richtig krass. Schreibt Bonjour Smart, Bonjour Herd. Hä? The Clap King hat schon 37 Monate gesagt. Ja. Alter. Der ist mega krass. Penicillin hat gesagt. Notrox, auch neu gesubbt. Distang1337 ebenfalls. Ronen828 hat für 9 Monate gesubbt und schreibt, hallo Niklas, hallo Matteo, hallo Ronen828. Knarz hat für 12 Monate gesubbt. Debbie Stride hat gesubbt. Rezzaro für 19 Monate und schreibt, rechter Arm, Möpse, linker Arm. Das war unsere Strategie bei WoW. Ach so, ja. Okay. Wer wollen das vielleicht gesehen hat. Ja, ich habe da kurz reingeguckt und habe genau diese Stelle, glaube ich, gesehen. Die war ja auch die ganze Zeit. Ja, so. Bienchen26, wir haben halt diesen Boss getried, wirklich 6 Stunden. Ja, ja. Und dann unsere Strategie war einfach, rechter Arm, Möpse, linker Arm. Bienchen26 hat gesubbt für 10 Monate, schreibt kleiner als 3. Defisos hat für 18 Monate gesubbt und schreibt, Nut. Spielkin88 hat für 11 Monate gesubbt und schreibt, noch 1 Monat, dann ist das Jahr voll. Ich danke euch für die tolle Unterhaltung. Bonjour Herz. Hunted Clown hat für 3 Monate gesubbt und Zivi, mein bester Heiler-Dude übrigens, ja, der heilt richtig gut.
hat einen Sub gegiftet an Fitty Rocket für 4 Monate. Nice, vielen Dank. Danke an euch alle, Leute. Ja, da hätten wir echt mal in der Partnergenau drüber reden können. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr uns so stark unterstützt. Wir hatten gestern, Niklas, weiß nicht, ob du das gesehen hast, gestern hatten wir 138 Subs. Hängt aber auch damit zusammen, dass ganz viele Prime-Abos gerade ausgelaufen sind. Aber warum denn an diesem Datum? Ich weiß nicht. Mittendrin? Vielleicht, was haben wir denn? Wegen der LAN noch? Nee, weiß ich auch nicht. So letzte Woche sind ganz viele Subs, Prime-Subs ausgelaufen. Ja, und deswegen 100, ja. Schön neu reinsubben, ne? Genau, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr dann Prime-Sub. Und dann geht's hier wieder, geht's bergauf. Richtig. Und irgendwann sind wir hier. Und irgendwann kommen wir da gar nicht mehr ran. So, dann lese ich jetzt noch 2 Fragen vor. Und zwar, was ist mit der Team-Rubrik auf der Webseite, wird hier gefragt. Ich glaube, da wurde dran gearbeitet. Also ich weiß, dass Hamo sich jetzt als nächstes auch wieder an die Website setzen möchte. Er kommt auch gerade. Kommt er gerade? Jetzt, wo die Küche fertig ist. Kommt. Hamo sagt, kommt. Okay. Ist noch nicht fertig. Ja, so, dann wurde gefragt, was ist mit den Bits? Da haben wir erstmal gesagt, machen wir erstmal nicht. Vielleicht kommen die irgendwann, wissen aber noch nicht. Erstmal nicht. Erstmal no. Dann wurde gefragt, wie geht's mit AFK weiter? AFK ist schon in der nächsten Planung, die nächste Folge. Wir haben ja Monopoly gespielt, was richtig geil war. Das war wirklich ein richtiges Highlight. Das hat mega Bock gemacht. Und wir werden die nächste Folge, die ist schon wieder sogar in Planung. Es wird schon wieder besprochen, was da für Spiele genommen werden. Wenn es soweit ist, sagen wir euch Bescheid. So. Ich muss noch einmal zeigen, unser geiles Tool auf unserer Website, bonjour.de/Programm, geht hier einfach hin. Hier nämlich. Dort könnt ihr sehen, alles, was ihr verpasst habt. Nämlich, also letzte Woche ist ja richtig viel passiert, zum Beispiel am, Montag, das war der, wie komme ich denn jetzt dahin? 30. war das ja. Da, falls ihr verpasst habt, wie die Küche eingeweiht wurde zum Beispiel, wie Berner und Leon gekocht haben, wie wir das Briefing gemacht haben oder wie ich auch mit Jenny gekocht habe oder. Oder wenn ihr verpasst habt, das Klotz und Kante Event am Dienstag. Haben wir einen Bug? Ah nee, ich war der Bug. Erster war das. Da gab es ja das Event. Genau. Könnt ihr auch hier nachsehen. Oder wenn ihr verpasst habt, was gab es Besonderes an Games letzte Woche? Irgendwas richtig Besonderes? Ich überlege gerade, ich habe Warcraft 3 gespielt, wie hieß dein Spiel, Matteo? Judgment. Vielleicht noch nicht drin? Doch, wenn du das eingegeben hast, dann da. Ja, klar. Dann, wenn ihr das verpasst habt und euch selbst davon ein Bild machen wollt, ich muss einmal hier resetten, Judgment, Apokalypse, dann findet ihr das auch. Ja? Genau. Und ihr findet immer direkt den Link in den Past Broadcast, genau da, wo der Titel geändert wurde. Mhm. Und könnt euch dann das Segment einfach sehr komfortabel einfach nochmal ansehen, falls ihr es verpasst habt. In der Zeit, wo wir offline sind, am besten. Ne? Also zum Beispiel diesen Samstag. Genau. Ja. Oder auch nochmal einen speziellen Dank an die Leute vom Bonjour Community Channel, die Segmente rausschneiden. Die schneiden manchmal so Konversationen raus, so kleinere Clips oder ganze Let's Plays und laden das dann hoch auf den Bonjour Community Channel. Da könnt ihr auch mal reingucken, wenn ihr Lust habt und irgendwie so eine ganze Serie am Stück gucken wollt oder wenn ihr einfach mal so stöbern wollt. Stimmt, den haben wir länger nicht mehr erwähnt. Und zwar kommt ihr darauf über unseren YouTube-Channel, auch wenn wir YouTube jetzt nicht mehr wirklich Also wir laden noch ein paar Sachen hoch, ne? Wir können mal einmal auf meinen Rechner. Genau. Aber den YouTube-Channel, den bedienen wir eigentlich nur noch eben eher nebensächlich. Aber es gibt hier, bei hier mal reinschauen, den Modular Community-Channel, wo halt Leute aus der Community tatsächlich einfach Sachen hochladen können und wo ihr denn eben auch, wir gucken mal in die letzten Videos einfach, was hier alles hochgeladen wird, God of War nah sehen könnt. Ihr könnt hier das Klotz und Kante Event. Liegestütz gab es hier auch noch. Genau. Was gibt's hier noch so? Was ist denn Bonjour in Retro? In the Retro? Ich habe keine Ahnung. Hä? In Schwarz-Weiß? Bonjour's Week Retrospective? Was ist denn das? Keine Ahnung, guck mal rein. Hi, Will. Hä? Man? Bei Bonjour. Ich bin Matteo. Was? Und das ist Niklas. Und das ist in letzter Woche passiert. Was das ist das denn sagen. Geiles? Matteo kann nichts außer Liegestütz. Diesen Zerg? Ja, ich dachte random. Ja, okay.
Oh! Das ist mir noch nie passiert. Ich habe einfach die falsche Kiste aufgemacht. Die nicht mal im Any% ist mir das passiert. Ich hab... Was? Ich würde gerne sehen, wie Burner und Niklas es dann versuchen. Und dann snipen wir die. Ja. Ja. Krasse Leon denn aus. Wir müssen halt 100 pro jedes... Ja. Ja. Die geben es richtig. Also krass. Ja, voll geil. Hier wurden auch Highlight-Clips zusammengestellt. Ja. Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Super gute Arbeit. Pretty nice. Richtig geil. Wichtige Infos zu Dark Souls 2. Die gucken wir auch noch mal kurz. Oh nein. Oh. Oh nein. 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 Das ist okay, du musst das nicht hochladen. Das ist okay. Das ist okay. Das ist doch okay. Das ist okay. Oh, Banze, es ist okay. Du musst nicht jedes Video hochladen. Vielen Dank, dass du es überhaupt machst. Ja, danke schön. Oh Gott. Bible, okay. Bible Thumb, please. Jetzt brauchen wir noch mal schnell was Lustiges im Abschluss. Wir sind schon drüber, Niklas. Ah, oh, fuck, okay. Dann nicht. Dann nicht. Okay. So, oh Gott. Oh nein. Traurig. Oh. Mega traurig. Oh. Was ein Downer. Dann muss Be Right Back jetzt wieder hochwuchten. Ja, wir machen jetzt hier Meetings. Genau. Bondra-Meetings. Natürlich ohne Cam. Aber BRB fuck. Wird die Stellung halten, bis wir durch sind. Und dann wird Matteo weitermachen mit. Yes. Dark Souls. Dark Souls. Dark Souls. Sir Alonne wird heute weggeklatscht. Könnte 18 Stunden gehen? Weiß ich nicht. Definitiv Stream. Ich gehe hier nicht weg, bevor Sir Alonne liegt. Alter, das wird überhaupt nicht klappen. Also, ich muss das Buch da auch wegnehmen, Matteo übrigens, weil da sind die letzten Worte. hält fast sogar. So. Ja, nice. Wir verabschieden uns aus dem Briefing mit den letzten Worten aus der Community, wie immer. Und zwar kommen die heute, ich gucke mein schlaues Buch, von Qualle D-O-O-D, Qualle Dude. Bondra Best Stream EU. Best. Nein.